Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameplay. Und wir befinden uns hier auf der Xbox mit Air Force Delta 2, das 2001 auf der Xbox erschienen ist, beziehungsweise 2002 auf der Xbox hier in Europa. Ja, und was soll ich dazu sagen? Also das ist ein wirklich einfaches Spiel, also zumindest ein Spiel, in das man sehr, sehr einfach reinkommt. Es ist eine Flugsimulation oder Flugkampfsimulation, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und überraschenderweise macht es richtig Bock. Also man macht das Spiel an, man wird direkt reingeschmissen und ja, fliegt los und macht alles kaputt, was einem so vors Rohr fliegt. Und das wenig kompliziert. Also ich spiele ja wie immer auf normal und auf normal muss man eigentlich nicht viel machen. Man muss noch nicht mal irgendwie Gas geben mit dem Flugzeug oder bremsen mit dem Flugzeug. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Das ist, also hätte mich jetzt irgendwie überrascht, wenn ich da was festgestellt hätte in diesem Gameplay. Eigentlich bin ich nur so vor mich hingeflogen, es kamen Feinde, ich habe auf die mit MGs geschossen oder mit Raketen. Und das war's. Ja, man hat dann Flugzeuge runtergeschossen, man hat Flugzeugträger abgeschossen oder Kriegsschiffe, Zerstörer da unten im Meer. Und das war's größtenteils. Wenn man dann so eine Mission abgeschlossen hat, kommt man auf eine World Map, so ähnlich wie, ja, sagen wir Super Mario World, kennt ja sowieso jeder, so eine Weltmap, Weltkarte und ja, da kann man sich aussuchen, wo man jetzt angreift, dann kann man ins Briefing gehen, obwohl das Briefing sich anzuhören, das ist sowieso Blödsinn, es ist ja sowieso immer nur, machen Sie das kaputt, machen Sie das kaputt, machen Sie das kaputt. Also eigentlich kann man draufklicken und direkt losfliegen. Zwischendurch kann man verdient nämlich Geld während Missionen, kann man sich neue Flugzeuge kaufen. Man kann sie aber leider nicht upgraden. Das heißt also wirklich, ihr guckt euch einfach ein Flugzeug an, da sind verschiedene Daten, wie zum Beispiel Zerstörungskraft etc. pp. Und ja, dann kauft ihr euch ein neues Flugzeug und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr mit diesem Flugzeug auch fliegen wollt in der nächsten Mission oder nicht. Ja, kein Upgraden, keine neuen Waffensysteme oder sowas, einfach nur ein neues Flugzeug. Ja, und dann fliegt ihr los. Ich muss übrigens dazu sagen, dass ich in dem gesamten Gameplay, obwohl es mir Spaß gemacht hat, es nie hingekriegt habe, irgendetwas in der Luft, also ein Flugzeug, mit der MG niederzustrecken. Mit dem Maschinengewehr kriegst du einfach nichts kaputt in der Luft. Unten die Schiffe, das sah schon wieder anders aus, oder mal ein Panzer oder sowas. Das kriegt man schon kaputt, aber in der Luft, also da helfen wirklich nur Raketen. Und wenn die Raketen alle sind, dann hast du halt Pech gehabt. Ist so meine Erfahrung. Das werdet ihr aber hier in dem Gameplay sehen, das hier anschließend kommt. Hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Wenn ihr eine Xbox habt, besorgt euch mal Air Force Delta, beziehungsweise in Europa heißt es Deadly Skies. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Hat mir richtig Bock gemacht, das Gameplay hierfür aufzunehmen. Und da werde ich bestimmt auch noch etwas öfter mal das Spiel zücken. Ich hoffe, das Video gefällt euch jetzt noch, weiterhin natürlich auch noch. Vergesst den Daumen nach oben nicht und ja, dann sehen wir uns doch im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.
took control. Mission accomplished. Now returning to base. This is control. Roger that. It is the year 2000 and some. Food supply problems have reached a critical limit. The world is divided into two halves. Those who can eat and those who cannot. Advances in genetics mean that even the worst diseases can be cured. But the Earth has not been turned into the Garden of Eden that was promised. Instead, war rages on, as they always have. Here, on the Alexei Peninsula, the Allied forces and the United forces come to a new twist in their long struggle. Thank you.
Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.